Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem neuen Let's Play. Ich bin Duet, der voran. Heute werde ich für euch, ihr habt es hier schon erraten oder einfach die Wurst gelesen, Donkey Kong 64 für euch spielen. Und deswegen werden wir jetzt mal das Intro schauen, während ich ruhig bin. Genießt es. So, ein schönes Intro, also ein schöner Eingangssong. Und ja, begeben wir uns ins Spiel. Ich muss zugeben, das ist jetzt der zweite Versuch meiner Aufnahme. Beim ersten Versuch war ich etwas leiser. Und ja, gucken, sieht man das ja auch schon. Wie viel habe ich gespielt? Game One, ja, 5% habe ich da schon geschafft. Banane. Eine Stunde 30 Minuten. Ich versuche jetzt einfach mal dasselbe zu machen. Wenn ihr euch fragt, warum mache ich das jetzt, weil ich Lust dazu habe. Ich habe gerade übel Bock, Donkey Kong 64 zu spielen. Also, schauen wir jetzt das richtige Intro an. Ein Vogel, wie er herrlich durch die Lüfte gleitend, niemanden beugend, Dingens, der Herr der Lüfte, bla, zusammen mit seinen Freunden. So halt. Deine Insel mit deinem Schmalz. Oh Gott. Eine Schmalz. Hey. Ein Seehund, ein Piraten-Seehund. Was wäre eine Insel ohne Piraten? Und die Insel sieht aus wie Donkey Kong. Also, ich möchte auch sagen. Wird ziemlich cool, aber
Todeslaser. Diabolisch und bedrohlich. Und voller Verbrannter, die Leute. Das wäre ziemlich cool. Noch besser wäre natürlich ein riesiges Luftschloss mit meinen fliegenden Affen, die Right. Left. Ja, natürlich. Relativ schwer zu verstehen, aber das ist auch, glaube ich, die einzige Szene, in der ich spreche. Darth Vader. Und ein verbuggtes Ding. Cool. Ich spiele das hier auf dem Emulator. Also. So lange darauf gewartet. Bestimmt schon seit mindestens 3 Stunden, nachdem sie losgefahren sind. Tja, und dann sehen wir die kompetente Ingenieursmannschaft von King Kuru. Kompetent und alle wissen, nach ihrem Fragen geht. Wenn es ein Problem gibt, dann wissen sie, wie man es lösen kann. Mit purer Kopfkraft. Yeah. Außer Kontrolle! Das wird umkippen. Wow, das ist nicht umkippen, Leute. Tja. Können wir fast sagen, Frau am Steuer, hm? Nein, aber eigentlich diskriminieren die Frauen gegenüber selber. Das ging, das Ding klingt gut. Ich mag auch den Humor-Spiel. Das ist relativ lustig. Vor allem, wenn hier Mr. Karul Dingens Kirchens. Denn sein Trupp ist ziemlich doof. Aber lustig. Wie das so aussieht, ist ein Auge von dem Ding größer als das andere. Schäme ich diese beiden Inselrivalen gegenüber. Und ja. Was machen wir? Gods. Scheiß mich. Oh, da kommt seine kleine Armee. I want everything in your power to keep Donkey Kong distracted. Steal back all the golden bananas he treasured so much. And take care of his pathetic friends. This time there can be no mistakes. Okay, sie sollen ihm also seine Bananen klauen und sich um seine Freunde kümmern. We've already taken care of business. We've already taken care of business. Interesting. For your sake, you're right this time. No. While you'll be busy looking for your precious gold bananas, Bruder. Oh, ist ja nervig. Fette Ghetto Blaster. Mhm. Ohne Beine. Das kann ich auch. Zwar, DK, DK, kann ich nicht mehr. Ja, gar nicht. Los, lass mich die Kontrolle übernehmen über Donkey Kong. Jo. So, wir sind jetzt Donkey Kong, wir können springen, schlagen, was für eine fette Kombo machen, bam, in der Luft schlagen, sofort bewegen, wir können uns ducken, irgendwie so rollen, do a barrel roll, Rückwärtssalto, long jump und halt diesen ganzen anderen Crap. DKs. Ich werde versuchen, das zu übersetzen, was die da sagen, weil es wird nicht viel geredet. Es kommt immer nur Text und die sind relativ schnell. Skrog. Deine geliebten Bananen. Und die ganzen anderen Kongs sind verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden. Donkey Kong. Du solltest besser losgehen und Cranky von den schlechten Nachrichten berichten. So in der Art halt. Geh zu Cranky und lass dich voll schnauzen. I'll
Dr. Cranky, dessen Labor einfach so aus dem Boden wachsen kann, wie Pilze. Cranky's Lab. Klingt wie auf Englisch. Gut, wenn das nicht mein fauler, nichtsnutziger Sohn ist, hast du deine goldenen Bananen schon wieder verloren? Und wo könnten nur deine verseuchten Freunde sein? Du weißt es nicht, was? Ich dachte, du könntest die Arbeit von diesem Reptil riechen. Zum Glück für dich hat der alte Crank hier ein paar hausgemachte Tränke für dich, die dir alle Skills für dein dummes 3D-Abenteuer geben werden. Aber du kriegst sie nicht für umsonst. Erst wenn du dein Training in meinen Fässern erledigt hast. Bla. Keine Ahnung, was weiß ich. Das Problem ist, wenn man zwar alles versteht, aber wenn man nicht die richtigen Worte dafür findet. What did Cranky mean about training? Donkey all confused. Ja. Das wissen wir doch, Donkey. Du bist nicht der hellste oder schnellste. Irgendwie wird er ja richtig als Idiot dargestellt. Er ist ja doch ein schlauer Primat, der sogar eine Krawatte trägt. Hier sind die legendären Fässer. Quest Nummer 1. Tauchen. Tauchen lässt sich mit dem Z. Bam. Und dann einfach. Ui, Grazil. Okay. Mit A kann man schnell und mit B langsam. So, well done. War es nicht gut? Das war gut, würde ich sagen. Fass 1 erledigt. 1 dahin. 3 Inseln. Oder? Sind es 4 oder 5? Ach ja. Orangen. Die ultimative Zerstörungswaffe. Die machen Schaden wie Scheiße. Also wirklich. Scheiße. Alles, was übrig bleibt danach, ist noch Scheiße. Und ja, sie sind zum Teil zielsuchend. Manchmal sucht sie aber auch sich selbst, aber den Werfer als hier aus. Ich habe schon oft genug selbst mit denen getötet. Zwei dahin, zwei im Sinn. Machen wir das hier. Ich glaube, mit dem hatte ich Probleme. Das könnte das Lianenschwingen sein. Ja, das Lianenschwingen. Ich hasse das. Weil ich kann relativ schlecht hier erkennen, in welcher Ebene das ist, also ob diese Liane direkt über mir hängt oder... Ah, okay, so geht's. Ui, und springen. Well done! Okay. Drei dahin, einen im Sinn und das letzte, das war... Fässer werfen, ja, Fässer werfen. Obwohl wir das in diesem Spiel eigentlich fast nicht brauchen. Denn es gibt ja kaum Fässer zu werfen, soweit ich mich erinnere. Es gibt nur bei dem einen Endgegner gibt's Fässer, dem einen Endgegner, der zweimal wiederholt wird. Und dann noch bei... Well done! Ui, Donkey Kong ist so fett, verstrahlt. So, geschafft. Squawk! Beeil dich, Donkey Kong! Geh und hol dir die Trank von Cranky. Und dann geht's los. Also, let's get going. Na, Kamera, positioniere dich hinter DK. Ich könnte da noch hier diese Insel weiter erkunden, aber hier gibt's nicht wirklich viel. Das habe ich schon beim letzten Mal gemacht und da gab's nichts. Und wir werden später darauf zurückkommen. Also ich meine, es wird dann immer noch nicht viel geben, aber immerhin etwas. Du hast dir Zeit gelassen, Donkey. Jungle was hidden, also ich glaube, Jungle... Ach, egal, was weiß ich, kann das... Naja, Simian Slam, Kutus Baschen, die Arschbombe. Also, springen und dann Z drücken. Richtig, du und deine verlorenen Freunde werden in der Lage sein, den Boden zu shaken. Ja, natürlich, wir wissen es. A, Z.
Ja, ich bin schlechter als Damage. Bam. So. Ach, jetzt weiß ich auch wieder. Welcher Move so cool ist, diese Shockwellen. Die diese Crushers können, aber wir noch nicht. Und den wir dann irgendwann lernen und mit dem wir dann Grell ausheben können und sowas. Ah, aber ich hoffe mal, dass diese Aufnahme jetzt hier besser laufen wird als die letzte. Weil ich das zum ersten Mal probiert habe. Da war's. Naja, ich hatte einige wirklich harte Fail-Momente. Wirklich hart. Die Insel. Squawk. Ja, zurück. Donkey Kong. King Kong. Insel ist hier gegenüber. Er muss derjenige sein, der deine Bananen gestohlen und deine Freunde gekidnappt hat. Ich habe mich schnell umgesehen, aber das einzige Gebiet, das nicht verschlossen ist, ist die Insel mit der Höhle da drüben. Ja, diese. Dann lass uns da hingehen, doofes Ding. Das ist voll anstrengend, das zu übersetzen. So, jetzt Banane Porter. Finde ein gleich nummeriertes Pad in demselben Gebiet und drücke Z, um dich in den Bananenport zu nutzen. Ja, das ist der Bananenport, wie ich schon sagte. Ein Teleporter. Und hier haben wir unser Fass. Hier können wir später Character switchen, aber ich glaube, wir bleiben bei DK. Yeah, cool. Genauso wie das sein sollte. So, dann auf zu dem Inselchen. Schwimm, Donkey Kong, schwimm, als ob es um dein Leben ginge. Bäh. So, wen werden wir jetzt treffen? Was gibt's hier drin Schönes? Großes Schloss. Ach, da rollst du rein. Ist ja nice. Ein großes Krokodil. Oh, hi. Mein Name ist Klumsi. Und ich bin hier eingeschlossen, weil ich mich geweigert habe, eine kleine Insel zu zerschmettern. Ah, wie könnte ich? Diese kleine, liebliche Insel ist voller süßer Affen. Deswegen sagte ich nein. Kuhl sagte, ich bin zu weich, um ein Gremlin zu sein. Und ich soll hier drin bleiben, bis ich härter geworden bin. Schnief. Ich würde alles tun, um herauszukommen. Hey, kleiner Affe. Vielleicht könntest du mir helfen, oder vielleicht könntest du Armen halten, Klumsi helfen. Bla bla bla, ja. Yes, Donkey will help Klumsi, ja. Wir werden helfen. Spastendance. Warum kann ich das nicht überspringen, das wäre der Scheiß. Du kannst aber Sachen mit deinem Schwanz. Ich dachte, das kann nur Tigger. Libertine. Ah, genau so sieht's aus. Oh, Klumsi ist so glücklich jetzt. Aber Kuhur hat die ganzen Schlüssel für diesen Käfig genommen und sie den größten und feuchteinflößigsten Kriegern in seiner Armee gegeben. Wenn du es hinbekommst, diese Schlüssel zu kriegen, bitte bring sie her, um die Schlösser zu öffnen. Aber erzähl Kuhl nichts. Das muss unser kleines Geheimnis bleiben. Okay, erledigt. So, hier drin gibt's des Weiteren noch, da gibt's eine Banane, aber die können wir noch nicht holen, weil wir dafür den falschen Kong haben.